Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Hier in der Kartech Show. Ihr seht, Horst ist hinten dran. Habt ihr gestern mitgekriegt, wie ich ihn geklaut habe bei Thomas? Ja, auf dem Weg zum Paul. Warum habe ich überhaupt den Anhänger mit? Also warum brauche ich den überhaupt bei Paul? Paul hat für mich so eine Papierrolle, wo man abkleben kann. Ne, diese Papierrolle ist relativ groß. Die hat relativ große Stücke, nenne ich es jetzt einfach mal. Und die kriege ich nicht ins Auto rein. Die ist auch verdammt schwer. Deswegen müssen wir die auf jeden Fall im Anhänger transportieren. Die wollt ihr wegschmeißen, da ist noch relativ viel Papier drauf. Wenn die leer ist, kann man natürlich immer eine neue Papierrolle drauf machen. Brauche ich jetzt sehr wahrscheinlich nicht, weil ich auch kein Lackierer bin oder sowas. Kann man hinterher verkaufen oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Oh, komm, wir grün, genau. Ja, und meine Idee, oder seine Idee war es ja jetzt, hey, du musst ja den Pickup lackieren und alles machen, dann nimm die doch mit, bevor ich die wegschmeiße. Und dann hast du halt Papier auch zum Abkleben und so weiter vom Pickup. Ich so, ja, das klingt gut, das ist eine sehr gute Idee. Und das werden wir auch so machen. Deswegen nehmen wir jetzt den Anhänger mit. Ich meine, wofür habe ich das Ding? Na? Ich habe auch noch meinen PC mitgenommen, mein Streaming-PC steht da hinten. Warum habe ich den mitgenommen? Weil Pauli auch ein bisschen streamen will und sowas. Und ich helfe ihm da ein bisschen, auch was Hardware angeht und so weiter. Und er hat jetzt eine Grafikkarte vom guten Christian bekommen, vom HC Media. Grüße gehen raus. Ja, und die wollten wir testen, weil bei ihm im PC geht sie nicht. Und bei Christian hat sie funktioniert. Und ich glaube kaum, dass Christian mir eine kaputte Grafikkarte schickt. Wobei sie auch, wenn er zwei Grafikkarten reinpackt, dann geht die irgendwie. Ganz komische Situation. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Grafikkarte kaputt ist. Aber egal, wir werden die bei mir im PC testen und gut ist. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim Pauli wieder. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Sag hallo. Hallo, sag hallo. 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 Ich liebe das. Ich habe schon angekündigt, dass wir wieder Scheiße machen. Ah, Scheiße. Nein. Doch, zeig den Leuten mal dein Streaming-Setup. Nein, ich habe festgeschraubt. Ja, zeig mal. Das sehen die demnächst. Der Pauli hat hier ultimative Streaming-Setter zusammengebaut. Guck mal, der ist schon so reich, guck mal, der hat einen Fernseher hier. Ja. Ey, der ist und, voll, und drei Monitore hallo, hier. Hallo, und der ist voll okay. Das ist okay. Das ist voll okay. Nee, das ist, wir haben jetzt ein bisschen rumgetestet und der PC ist einfach zu alt. Der ist einfach, das ist einfach ein sehr altes Mainboard, ein sehr altes System. Aber man darf nicht meckern, du hast Geschenk gekriegt, ne? Ja. Und die Grafikkarte, die er von Christian gekriegt hat, die ist vollkommen in Ordnung, richtig? Die ist sehr gut, ja. Stacko. Haben wir gerade bei mir getestet im Streaming-Rechner. Und jetzt will man noch ein bisschen was mit dem Audio testen. Weil der Paul hat so richtig geile, jetzt habe ich schon wieder auf dieses Ding getreten hier, so richtig geiles Audiosystem hier gekriegt. Und das ist halt absolutes Nonplusultra-Zeugs, was man eigentlich nicht so bekommt. Von welchem Hersteller war das nochmal? Von irgendwas mit Audio-Technica, genau. Das ist richtig, richtig guter Shit. Wo haben die das benutzt? Für ein Theater bei euch, ne? Genau. Alter, das ist. Das muss ja gut sein, würde ich fast behaupten, ne? Weil wenn da was rauscht, dann beschweren sich alle. Dann ist die Party gelaufen. Dann ist die Party gelaufen, genau. Ja, und ich habe ihm mal so einen Störfilter mitgebracht, den ich bei mir benutze. Der auch wirklich funktioniert tatsächlich. Also, den habe ich bei mir zwischen Steinberg und Mischpult, genau. Dazwischen habe ich das gemacht, damit einfach nur, weil dann hört man dieses Geräusch auch. Und das ist so ein nerviges Geräusch. Und das ist dieses Brummgeräusch, was du auch hast. Ja, ich habe so ein leichtes Knacken. Das nennt man Masseschleife, Ground Loop. Das ist halt, wenn zwei Geräte, die am Strom sind, also das Ding braucht Strom, der PC hat ja Strom. Und wenn man dann ein Audiokabel zwischen den beiden Sachen hin und her macht, nutzt man halt die Masse-Seite vom Sound auch am Stromnetz. Und vom Stromnetz geht das dann auf das andere Gerät und das ergibt Geräusche. Genau richtig erklärt. Glaube ich zumindest ungefähr so. Aber können ja die Audio-Freaks von euch mal in Fachworten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall testen wir das mal, ne? Testen wir. Testen. Paul ist ja auch nicht zufrieden mit was. Ich hab dem sogar schon so WLAN-Dinger von mir gegeben und die wollte er nicht. Nö. Vor allen Dingen, weil die hätten kein Geräusch gemacht, weil die mit Akkus sind. Ja, aber wieso? Also wieso nicht, billig, wenn es auch gut geht, ne? Wieso nicht direkt mit Problemen anfangen?
Ja, das stimmt, wollte ich sagen. Wäre langweilig, wenn, ne? Ja, einfach ist es wärmendig wie. Das stimmt. Mal Katastrophe. Nein, das ist. Das ist Testbereich. Nein, das muss so ausschauen, weil sonst wird es nicht laufen. Das stimmt. Nur ein Genie beherrscht sein Chaos. Und dann sagst du mir nochmal, ich soll aufräumen bei mir. So, wir fahren aber jetzt rüber, weil der Pauli hat noch Sachen von mir. Ich habe noch die Rolle, die ich euch eben am Anfang gesagt habe. Und Pauli, die musst du dir im Anhänger mitnehmen. Hast du Gurte da? Weil ich habe keine Gurte mit. Wie? Ich weiß nicht, wie wir das Ding fassen. Ja, dann kriege ich die wieder nicht wieder. Das ist korrekt. Nein, das war ja der Grund, warum ich ohne Gurte kam. Zeig mal gleich. Oh, mein Tornado kriege ich endlich wieder. Ja. Geil, ey. Uns ist kalt. Ja. Deswegen, deswegen habe ich mich entschieden, runter noch mal um. Deswegen hat sich Marc entschieden, sich noch mal hinzulegen, weil der Boden etwas wärmer ist. Ich leg mich jetzt hin und schlafe ein bisschen. Okay. So, warte. Soll ich mir noch irgendwie so eine Pappe bringen oder sowas zum Zudecken? Ja, bitte. Was machen Sie da? Oh, ich mach die Bremse mal. Die Bremse auf der Seite schleift noch während der Fahrt. Dann werden die warm. Kannst ja mal den Mechanismus da zeigen, was ich dir eben gezeigt habe. Ja, hier. Das schlägt nicht zurück da hinten. Ja, das ist jetzt ganz zurück. Ne, immer noch nicht. Guck doch, mal. Du kannst es nicht weiter zurück machen jetzt. Das ist Max. Aber manchmal steht das so halt gerade. Das ist vor allen Dingen, wenn der hier reinrutscht und es gibt keine Fettnippe, das Ding. Reinbohren, willst du reinmachen? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das Ding fetten soll. Das Ding bewegt sich halt ultra slow und wenn er hier weiter eingehakt bleibt, hängt das Ding so weit hinten, dass er die Reifen immer noch leicht bremst. Und die waren so gut eingestellt, dass die Seite einfach klatschen heiß geworden ist. Kannst du ja mal sagen, ich kann mir bei dir an und hat gestunken bis. Das hat gestunken bis ins Büro rein, ey. Ja, Mann. Schnell vor den Ofen! Oh. Echt okay. wie die Penner vor dem Fass, ne? Ja. Könnt ihr das fühlen, wie warm das ist? Ach, das ist schön warm. Aber hier oben ist wärmer als unten. Die Wärme steigt. Nein, es steigt nach unten. Genau. Nur Fett schwimmt oben. Genau. Du hast recht und ich habe meine Ruhe. Das stimmt. Ich zeig mal meine Rolle, die ich gekriegt habe hier. Achso, falls ihr fragt, ich habe wirklich die Lose gedreht. Und das ist die Rolle. Papier. Die kann man dann schön abschneiden hier so. So, tück. Und dann haben wir das zum Abkleben. Saugeil. Tschö, Pauli. Tschüss. Okay, ciao. Ich muss noch ein bisschen aufwärmen, bevor ich fahre. Aber im Auto ist auch eine Heizung. Es ist echt kalt draußen geworden bei uns hier. Was haben wir? 1 Grad? Gefühlt minus 2. Gefühlt sogar noch mehr, wir haben plus 4. Und wir heulen. Wir Weicheier, ey. Ja. So, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Halle. Dann müssen wir den Saphira noch Zündkerzen tauschen und den E46. Oh. Ja. Tschö, Pauli. Tschö. How's Ryan? War wieder nett mit dir? Wie immer? Ja, immer. Hm? Ja, aber auch nicht so lustig wie sonst, ne? Ja, musst du wieder nachlegen, ne? Ja, wir haben vergessen lustig. Ja, wir haben diesmal einfach vergessen lustig. Wir haben diesmal plus 1 lustig nur. Na. Kommt auch. Okay. Ah. Tschö. Tschö. Und wir fahren jetzt in die Halle. Boah, ruckzuck in der Halle hier, ey. Christian ist da. Hi, Christian. Creme Life Karamell. Ja, kannst du essen, die sind von Jens. Ich vergessen. Oh, geil, ey. Ja, ich habe Saphira zwischendurch jetzt noch gemacht. Hier wieder rumgestanden mit Ferrik. Ferrik ist auch da. Was hast du denn da gekauft? Vanillestange. Oh, wieso habe ich die nicht genommen? Ich habe Käselauge genommen. Danke. Laber, gibt's hier for free oder was? Geil, und du hast die kleine oder was? Ja, ich will eine kleine trinken. Sicher, dass du eine kleine willst? Ja, ehrlich. Sicher? Sicher. Ja. Okay. Selbst schuld. Danke. So, was machen wir jetzt? Machen wir E46 fertig? Ja, ne? Easy. Kennt ihr euch damit aus? Erst mal futtern. Achso, übrigens, die Rolle ist hier drin, habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Guck mal, du als alter Lackierer, ne? Ja. Weißt du, was das ist, oder? Ja, natürlich. Geil, oder? Ist gut. Hab ich geschnappert vom Paul. Schön. Voll das nice Ding. Der meinte, die Rolle war mal genauso dick wie der Teller unten. Und die Rolle kostet irgendwie so 400 Euro oder so. Ja. Aber da ist noch so viel drauf, dass ich locker den Pickup damit machen kann. Das oh, du kannst dir gleich mal den Pickup angucken, wie die Seite ist.
Kann ich machen. Das, oh, hast du schon gesehen? Ne, hab ich noch nicht. Okay, gut. Erstmal happern. So, genug rumgespielt. Müssen wir was tun hier. Also gemacht werden muss eigentlich nur noch eine Kleinigkeit, und zwar dieses Teil, was ich bestellt habe, da rein mit dem Taster. Weil Taster kaputt war. Ah, das spielt kein Mann. Ja, das stimmt. Ja. Mit deinem E39. Ja, mit meinem. Kabelbaumwerfer. Ach so, der ist schon gefixt. Den haben wir schon ganz gemacht. Es geht jetzt nur noch um den Taster hier oben. Der muss hier rein, weil diese Platte wird angeklebt hier oben. Die habe ich angeklebt. Mhm. So, das, also für euch ist es nie, ihr kennt das ja alles, ne? So, und jetzt muss ich halt, muss das halt alles ab hier. Und das Teil, das ist das, was abgebrochen ist, was hier festgammelt. Das muss jetzt hier wieder rein. Und das greift dann hier in den und bewegt den Wischer hier oben. Genau, genau. Genau, und das gleiche Spiel wie bei meinem E9-Roller. Korrekt. Ist soweit fest? Ah, warte mal, ich kann das ja noch gar nicht festschrauben. Ich habe das ja drunter ja nicht richtig festgemacht. Habe ich hier mit der Hand festgeschraubt. Ja. Wow. Wir waren schon weiter, Leute. Aber es sieht gut aus, weil. Achtung, hört mal hier, halt mal hier hin. Achtung, ich drücke den Taster. Hat man gehört, ja wahrscheinlich. Ich hoffe es. Taster ist nämlich schon drin. Jetzt machen wir hier ab, die Verkleidung. Könnt ihr euch das angucken? Achtung. Tada! Das ist ein bisschen Klebeband. Aber das sieht gut aus, das ist auch genauso wie es sein soll. Sitzt schön mittig. Sieht gut aus. Sollte dicht sein. Ja, das, guck mal, die Gummilippe ist halt voll zerdrückt hier unten schon. Ja. Das ist genauso wie es sein soll. Das ist richtig. Und jetzt das mache ich festmachen hier. So. Viel fester muss es nicht, weil das ist auf Glas. Ja. Das klingt aber so fies. Bei Glas wäre ich auch vorsichtig. Ja. Ja, das Teil. Oh, die Platte musst du ankleben hier neu. Die mussten wir abschneiden, weil das sonst das nicht rausgekriegt. Dann haben wir die neu, habe ich die neu eingeklebt. So, und jetzt haben wir das hier drauf. Das kannst du ja festballern. Ne, ist auch bei der Scheibe. Und vor allem, warum sollst du es festballern, wenn du Plastik festbaust? Bisschen Risiko muss sein. Ja, ja, klar. Aber deswegen habe ich dich vermisst, deine dummen Sprüche. Das war mutig. Das hält. Hey Marc! Ja. Wie viel Drehmoment kriegen die denn? Einmal brrrt. Okay. Hast du gerade gehört? Einmal brrrt. Ja, das sieht doch schon mal ganz geil. Das wollen wir noch mal testen. Ich lasse den lieber draußen, hinterher brauche ich den. Das sieht nicht mehr auf oder so. So, gucken wir mal. Andere beschäftigen sich mit Autos oder mit Handys. Das Einzige, was ihr gucken müsst, ist, dass der Pin hier jetzt hier von dem Scheibenwischer, weil der ist ja, hat jetzt keine Position mehr, der Pin. Und der steht ja nicht richtig. Der müsste jetzt quasi hier, dass der auch an seiner richtigen Position steht. Ja, so sieht man es. So, genau. Jetzt müsste nicht richtig sein. Jetzt gucken wir mal. So. So. Und das sieht für mich Porno aus. Richtig. Zu. Auf. Willst du mal gucken, ob das funktioniert? Was? Der Scheibenwischer? Mhm. Ja, den können wir gleich noch testen. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, eigentlich haben wir alle Kabel ersetzt. Richtig, ja. Wir haben ja hier. Guck mal, der Kabelbaum ist neu hier. Da haben wir auch alle Kabel neu eingelötet. Aber das Einzige ist, die Antenne geht halt nicht. Sehr wahrscheinlich ist das Modul hier drin kaputt, aber das kann ich nicht mehr ändern. Wer hört heutzutage noch Radio? Es sind X-Chance drin, ne? Digital, ne? Ja, ja. So, dann würde ich mal gucken, ob das hier geht. Wir können ja mal einfach mal zu Fake-Zwecken kurz den Scheibenwischer drauf drücken. Welche Stellung hat der Scheibenwischer denn? Oder ist das eine? Ja, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich mache das einfach mal so. Weil im schlimmsten Fall kann er sich bewegen, ja? Der wird jetzt nicht direkt mitnehmen. Kann man mal gucken. Wieso hat der denn so viel Spiel da drauf? Der wird ja nicht festgeschraubt, das muss nicht drauf drücken. Außerdem ist das der alte. Na, ja, solange sich das Ding dreht, ist das alles okay. Da ist die äußerst linke Position. Ja, genau. Das heißt hier irgendwo. Ja, er wird jetzt einmal nach rechts drehen und wieder zurückdrehen, meine ich. Der ist nämlich noch an. Dreh dich. Hopp, hopp. Ja, rechts, links. Obwohl, der ist doch so ein Ring drauf, der die Stellung sagt, ne? Nein, das muss ich umdrehen. Weil er nämlich so schön nach links steht. Ich mach nochmal an, so. Hat sich okay? Ja, rechts, links. Habt ihr die oberste Leiste nicht mehr dafür? Habt ihr die noch? Welche? Es funktioniert! Ich meine, dass der so ungefähr steht. Ich meine auch. So. Gucken wir mal.
Und da kommt noch ein schönes Caption drüber. Ja, Caption nehme ich auch noch. Ist auch dabei. So, gucken wir mal. Let's have a look. Sieht gut aus. Ja? Ich hab die Stellung war okay? Guck doch jetzt. Ja, deswegen warte ich. Fand ich gut. Astralien, Alter. Ja. Perfekt, alles klar, easy. Das hat sich ja gelohnt. Noch in einer super Pose. Wir haben gerade noch die Spritzdüse getestet und gefixt, weil der Schlauch war doch irgendwie geknickt da drin, ne? Ja. Perfekt, oder? Ganz genau. Ja, geht, ne? Einwandfrei. Und was noch cooler ist, Leute, ich hatte ja gesagt gehabt, dass der, dass am Differential der Dichtring fehlte. Und der Christian kam gerade eben zu mir und hat gesagt, hey, warte mal, ich habe doch Dichtring geholt fürs Getriebe, aber mit Getriebe ist so eine dichte Lippe drauf. Das sind die Getriebeschrauben. Ja, dann auch, seht ihr die Dichtung da? Das ist so eine dichte Lippe, so ein Gummi. Und er hat aber einzeln, hat er die trotzdem noch gekauft. Hier. Dann können wir das nochmal im Differential auch noch zumachen, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, ob ich die jetzt noch bekomme tatsächlich. Ich habe es auch, um ehrlich zu sein, komplett vergessen. Aber jetzt haben wir welche, jetzt können wir das zumachen, weil der tropft auf jeden Fall. Das ist meine Meinung nach. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber es kann sein, dass er tropft. Jetzt machen wir den nochmal hoch dann die Tage und dann machen wir die Dichtung drauf und gut ist. Richtig gut, ey. Aber ich würde sagen, machen wir gleich Schluss hier, weil es schon spät. Aber wir haben genau das gefixt, was ich machen wollte. Das heißt, die Heckklappe da in Ordnung, das ist eingebaut. Taster geht jetzt, Scheibenwischer ist eingestellt, Scheibenwischer ist drauf. Vorne die Scheibenwischer tauschen wir auch noch. Da hat er ein richtig freshes Auto tatsächlich. Gefällt mir. Papiere habe ich mir auch schon geschickt. Wobei die, soweit ich es mir gekriegt habe, irgendwie noch nicht zugestellt wurden. In DHL halt. Ne? Da müssen wir mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Aber ansonsten, geil. Gefällt mir. Morgen baue ich die ganzen Plastikteile und so weiter wieder ein. Und das, was so fehlt, dann haben wir's. Richtig? Ja. Ja, super. Immer ja sagen. Immer ja. Gib mir 10.000 Euro. Nein. Das war so klar. So, Ladies. Ich bin schon auf dem Weg nach Hause. War ein langer Tag. Wir haben jetzt 9:30. Seit heute Morgen 8 Uhr. Kann man machen. Ja. Ihr wisst ja, wie es heißt, selbst und ständig. Ne? Gut, war aber ein bisschen Vorbereitung, hat Pauli ein bisschen geholfen. Ich denke mal, das ist vertretbar. Ja, E46, Heckklappe, komplett fertig. Bis auf die Verkleidungen logischerweise, das machen wir morgen. Machen wir den komplett tutti. Dann die Zündkerzen eben reinmachen. Und ja, dann sind wir fertig mit dem Auto. Ne? Ah ja, genau, Dichtung für Differential. Das müssen wir noch machen. Ist nur die Einfüllschraube zum Glück, Leute. Ne? Das ist nicht die Ablassschraube. Das heißt, wir müssen das irgendwie wieder ablassen oder sowas halt. Ne? Sondern nur die Einfüllschraube, die da das keine Dichtung hat. Und die müsste man eigentlich theoretisch so aufbekommen, ohne dass was rausläuft. Vielleicht mache ich das auch so unterm Auto und hebe den nur hinten ein Stückchen an, einfach, dass es ein bisschen schräg steht. Dass falls da was rausläuft oder so, dass man halt auf der sicheren Seite ist. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen heute. Ne? Das sage ich immer, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen, sagen wir mal so. Morgen, wie gesagt, machen wir die restlichen Sachen am E46. Und dann werden wir uns effektiv auf den Pickup konzentrieren. Weil mein Goal ist definitiv, den jetzt die nächsten Wochen fertig zu bekommen. Es ist nicht viel, wenn man das so im Überblick sieht. Ich muss nur gucken, wie man die Heckscheibe rausbekommt. Das ist halt immer noch so ein Punkt, wo ich nicht weiter weiß. Frontscheibe kein Ding. Ich werde mir auf jeden Fall ein, zwei Leute zur Hilfe holen, die dann auch mit Schleifen abbauen und so weiter, dass alles so vorbereitet werden kann. Auch ein paar Leute vielleicht von euch, wenn ihr ein bisschen Ahnung habt bezüglich des Abhängen der Halle, weil ich kann nicht so schwere Planen an die Traverse hängen. Das hält die Traverse nicht aus, würde ich jetzt einfach behaupten. Vielleicht kann man auch einfach Folie drüber werfen, sodass man diese 50 Cent Folien da am Baumarkt holt. Und dann da halt die da drüber wirft oder so, dass das halt ein bisschen abgeklebt ist alles. Und dann den Pickup so mehr mittig lackiert. Da muss natürlich ein bisschen umgeräumt werden, aber das ist ja eher das kleinere Problem. Aber ich denke mal, die einen oder anderen von euch wissen da besser darüber Bescheid als ich. Es wäre natürlich ganz geil, wenn einer von euch mir da ein bisschen zur Seite steht. Oder der eine oder andere. Ich sage bis morgen. Na, morgen wird sehr wahrscheinlich ein auch etwas längerer Tag, aber wir fangen vielleicht ein bisschen später an, weil ich morgen früh noch einen Termin habe.
Und dieser Termin wird sich vielleicht sehr gut auf den Kanal auswirken. Das hoffe ich zumindest. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen. Nicht vergessen, abonnieren, liken und natürlich einen Kommentar. Wir sehen uns morgen. Haut rein.